New Work-Kanal. Deswegen trinken wir selbstverständlich in diesem Video jugendfrei, obwohl YouTube jetzt 16 ist und Bier trinken darf, alkoholfreies Bier, sehr zu empfehlen, und zuckerfreie Cola. Das mit der zuckerfreien Cola wird bitte nicht weiter erzählt, weil das ist nicht gesund. Waren die Gründer nicht gerade bei euch im Podcast? Ja. Aber wenn du mit Mirko sprichst, sagt er dir immer, trink die richtige. Die Zucker. Richtige Cola. Er möchte das nicht sehen, dass ich das trinke. Das ist jetzt auch nur das Vorgeplänkel. Ja. Es geht nämlich hier um das On the Way to New Work. Und ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Buch. What? Es gibt jetzt das Buch. Also ich glaube, also meine Mutter wollte nie glauben, dass dieser Tag irgendwann kommt. Aber gut. Ja, Mami, ich werde dir ein Exemplar unterschreiben. Und warum solltet ihr dem folgen und warum ist das spannend? New Work ist ein Thema, das im Kern die Idee hat, dass Arbeit so organisiert ist, dass sie Menschen Energie gibt, stärkt, positiv aus der Woche gehen lässt. Und es geht nicht darum, Workaholic zu sein, sondern es geht darum, wie kann ich mich anders organisieren, dass das passiert, weil viele von uns sich von Wochenende zu Wochenende hangeln. Und ich rede jetzt nicht von den Eltern, die auch die Wochenenden noch Arbeit haben. Und als wir versucht haben, das Buch zu schreiben und es nicht geklappt hat und Michael 20 sagt, Mensch, hier, jetzt brauchen wir mal, kamt ihr beiden irgendwann und sagtet, stell dir vor, das Buch ist wie ein Reiseführer für das Thema New Work. Und da hattet ihr mich beide schon. Und genau darum geht's. Es gibt eben einen Überblick zu verstehen, beim Thema für Thema, wie kann New Work mir helfen. Gibt es Leute, die das schon mal gemacht haben? Gibt es Bücher, wo schon mal drüber geschrieben wurde? Und ich habe bei jedem Kapitel, das ich gelesen habe, für mich immer wieder was rausgezogen. Das ist für mich der Reiseführer. Und jetzt gibt es ein Kapitel und Michael wollte eigentlich über Utopien sprechen und gesagt, nee. Es gibt ein Kapitel, nämlich das Kapitel Führung. Und das hat mich so gehuckt am Anfang. Es ist so ein gutes Kapitel. Und da wirst du jetzt gegrillt, bevor du über Utopien sprechen darfst. Weil Führung und so New flexibel Work, alle. Führung und New Work, was genau ist für dich der Punkt gewesen, dass du gesagt hast, das war eines deiner ersten Kapitel, die du geschrieben hast. Ja. Es gibt einen Grund dafür. Ja, der Grund dafür ist, dass in der Grundidee für New Work ja davon gesprochen wird, Menschen zu ermächtigen, Menschen zu befreien, was sehr stark ein Konterpunkt zu der Art und Weise ist, wie wir vorher gearbeitet haben. Ne? Wenn wir auf die Prinzipien eines Taylors gucken, der gesagt hat, man muss Menschen ganz genau erklären, wie sie Dinge machen. Man muss ihnen die Handgriffe vorschreiben. Er hat damals verhandelt mit den Gewerkschaften. Wenn eure Leute in den Fabriken die Handgriffe genauso machen, wie wir es hier sagen, kriegen die höhere Löhne. Also genau sagen, du musst etwas so machen, damit dann am Ende etwas rauskommt, dass das eben nicht mehr zielführend ist. Wir merken, die Märkte werden komplexer, die Themen werden komplexer und es gibt eben nicht mehr diese wenigen alten weißen Männer, die genau wissen, wie Arbeit geht und zu den richtigen Ergebnissen führt. Also Führung im New Work-Kontext heißt ganz viel mit dem Übertragen von Verantwortung, hat ganz viel damit zu tun, seine eigenen Limitationen zu erkennen, zu sehen, ich kann gar nicht alles wissen, ich kann gar nicht alles kennen. Und wir haben eine Menge von Führungskräften als Gäste gehabt, die uns da sehr mutig und sehr klar auch ihre eigenen Grenzen gezeigt haben. Wenn ich an Carsten Kühn denke, Vorstand Personal und Marketing bei Hornbach, der gesagt hat, ich habe ganz klar erkannt, dass meine Leute alles besser können, was sie können, als dass ich es kann. Oder wir sehen unser Unternehmen nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Alles Aspekte, die zeigen, dass sich beim Thema Führung etwas ändert. Und wir haben dann im Schreiben des Buches auch viele, viele tolle Autoren dazu noch gelesen, ob das Simon Sinek ist, der die Führungskraft beschreibt oder vergleicht mit guten Eltern. Der sagt, stell dir vor, ein guter Vater, eine gute Mutter versucht für seine Kinder die besten Rahmenbedingungen zu bekommen, versucht, dass sie lernen können, versucht, dass sie angstfrei werden, versucht ihnen zu sagen, du darfst Fehler machen. Und dann kommt dieselbe Person ins Unternehmen und feuert einen Menschen beim ersten Fehler. Und dieses Bild, wie würden Eltern das machen, im Vergleich zu, wie würdest du eine gute Führungskraft machen, hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben andere Gäste gehabt, wie Insa Klasing, die über einen Unfall mitbekommen hat, was es heißt, heute zu führen. Sie ist Chefin gewesen von
Kentucky Fried Chicken in Deutschland, hat das Unternehmen verdoppelt innerhalb weniger Jahre, hat das Gefühl gehabt, eine empathische Führungskraft mit einem tollen Leadership-Team zu sein. Irgendwann brach sich bei einem Reitunfall beide Arme und dachte, oh Gott, der Laden bricht zusammen. Ich kann jetzt, muss jetzt 4 Wochen ins Krankenhaus oder 6 Wochen. Und der Arzt sagte, ja, und danach dürfen Sie 2 Stunden pro Tag arbeiten. Und dann kam sie wieder und dachte, der Laden ist zusammengebrochen. Und es lief aber besser als vorher. Und sie hat festgestellt, okay, ich muss anders führen als früher. Und hat dann aus den Learnings, die sie gemacht hat, ein Buch geschrieben, der 2-Stunden-Chef, damals noch nicht gegendert, und hat gesagt, eine moderne Führungskraft hat eine ganz andere Rolle, muss empowern, encouragen, muss die Vision vorleben, aber muss den Menschen viel mehr Möglichkeiten geben, innerhalb von bestimmten Rahmenbedingungen sich selbst zu führen. Bis hin zu nachher einem Brian Robertson mit Holacracy, der Führung noch radikaler definiert, indem er sagt, Führung ist nichts, was mit Hierarchien zu tun hat, sondern Führung ist etwas, was mit Rollen zu tun hat. Und jeder Mensch im Unternehmen kann Themen führen. Also ich glaube, es gab kein Kapitel, bei dem ich so viel über meinen eigenen Arbeitsziel nachdenken konnte, mich selbst so hinterfragen konnte wie im Kapitel Führung. Michael, wenn ich jetzt mir eine Führungskraft vorstelle, die in einem noch relativ klassisch hierarchisch organisierten Unternehmen gerade arbeitet und denkt, das huckt mich irgendwie, was kann ich jetzt mit meinem Team umsetzen, ohne gleich die Organisationsstruktur umzukrempeln? Was ist das, was du der Person raten würdest? Ich glaube, die Frage ist sehr spannend, dass du sie jetzt stellst, am hoffentlich bald Ende der Pandemie. Denn die klassische Führungskraft hat ja quasi schockhaft erlebt, was passiert, wenn du von morgens 8 Uhr hörst du, okay, ab Montag nächste Woche müssen wir übrigens die Büros schließen, alle arbeiten von zu Hause. Und du hast auf einmal eine Situation, wo du da reingeschubst wirst. Du kannst nicht mehr deine Menschen kontrollieren, wie sie arbeiten, sondern du musst vertrauen. Also diese Situation hat jede Führungskraft gehabt. Die sind damit unterschiedlich umgegangen. Ich glaube, wenn man die Frage vor der Pandemie gestellt hätte, wäre sie noch spannender gewesen, weil jetzt hat sie fast jeder erlebt. Aber um an den Kern zurückzukommen, ich glaube, ich würde jeder Führungskraft heute empfehlen, beim Thema Selbstführung anzusetzen. Sich selbst zu fragen, okay, was bringe ich eigentlich mit? Was bringe ich für Stärken mit? Was bringe ich für Blindspots mit? Was ist mir wichtig? Was kann ich geben? Und mit dem Selbstverständnis dann auch auf die Leute zuzugehen und mich zu fragen, und was ist eigentlich mit meinen Leuten? Wie möchten die arbeiten? Was bringen die mit? Was können die? Also viel mehr Ressourcen und Stärken optimiert an die Sache ranzugehen, zu gucken, was habe ich hier für Talente? Und dann von dort aus zu gucken, wie organisiere ich vielleicht meinen Führungsstil neu. Wenn du eine New Work Führungskraft männlich-weiblich benennen könntest, aus den ganzen Gästen, Beispielen, wer wäre das und warum? Darf auch eine zusammengewürfelte Kunstfigur sein. Das ist eine richtig harte und gemeine Frage. Was heißt denn gemein? Ich stelle immer die Fragen, wo die Leute sagen. Ich finde, mit zusammengewürfelter Kunstfigur hast du ja schon wieder ganz viel aufgemacht. Wollte ich gerade sagen. Ich gehe jetzt mal auf den Jahresstart. Wir haben heute Martin Drust gehabt, Leiter Marketing FC St. Pauli. Wir hatten einen der Gründer von Asket, Eco-Fashion-Label. Wir hatten Lisa von Mersor. Und das sind alles Beispiele von Führungskräften, die versuchen, Mirko, Fritz Kohler, die in Märkten, in denen es scheinbar unumstößliche Gesetzmäßigkeiten gibt, mit einer neuen Art, mit einer neuen Attitude zu agieren. Was verbindet diese 4 Menschen, die ich gerade beschrieben habe? Übermächtig große Märkte, also beim Thema Mersor war das Thema Shopping, also E-Commerce. Es war das Thema Fashion bei Asket, es ist das Thema Fußball. St. Pauli als eine moderne und anders tickende Fußballmarke. Und es ist die übermächtige Brause aus Atlanta und Fritz Kohler. Immer Fritz gegen Goliath, also kleine Geschichte gegen großen Markt. Immer ein tiefes Werteverständnis und ein Anspruch, authentisch, nachhaltig, generationenverbindend zu arbeiten, zu agieren, nachhaltig zu agieren. Was diese 4 UnternehmerInnen dazu gebracht hat,
diese Märkte völlig anders anzugehen. Und ich glaube, das sind für mich vier Beispiele in einer Kombination, die einen Führungsstil, aus dem man sich einen Führungsstil zusammenbauen kann, den ich sehr vorbildlich finde. Das hat er richtig gut. Also da merkt man einfach. Ne? Das ist voll gemein. Aber ich hätte noch eine gemeine Frage. Muss man ja dazu sagen, Michael, bei uns in der Firma führst du ja noch nicht. Dann wirst du ja geführt. Ja. Das fand ich jetzt unser CEO. Wir können auch gerne darüber sprechen, warum ich nicht führe, nicht mehr führe. Aber angenommen, du wärst jetzt Führungskraft, warst ja auch oft genug. Also es ist jetzt Freitagnachmittag und du kommst Montag ins Büro. Was ist die eine Sache, die eine Führungskraft am Montagmorgen zwischen maybe 8 und 10 mit dem Team machen könnte, um ein positives Signal zu setzen? Das ist eine sensationell gute Frage. Ich glaube, das, was diese Person, diese Führungskraft, der, ich nenne ihn mal New Michael, der nächsten Montag wieder Führungskraft wäre, wäre die ernst gemeinte Frage an jede einzelne Person, die mir anvertraut ist, wie geht es dir und was brauchst du, damit du deine Arbeit gut machen kannst. Und die Fähigkeit, die diese Führungskraft dann braucht, ist wirklich, wirklich zuhören. Authentisch zuhören, wirklich verstehen wollen, was möchte die von mir geführte Person und was braucht diese Person. Ich glaube, Listening ist das Metaskill des neuen Führens. Word. Ziemlich geil. Und damit hat Michael sich jetzt das Kapitel Utopien als extra Kapitel freigespielt. Und das bekommt ihr im nächsten Video. Subscriben, dranbleiben und den New Michael folgen. Yeah.